Hi, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Wir haben im letzten Part soweit die Glasstrandgalaxie fertig gemacht und heute, ja, fangen wir mit der Phantomgalaxie an. In diesem Sinne, auf geht's. Ich sehe ganz viele Fleischkeulen und Knochen. Das kann nur gruselig werden. Das kann nur ein fleischiges, blutiges Unterfangen werden. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Ja, dass Luigi vorkommt, hat bestimmt keiner gewusst. Ich würde mal ganz klar sagen, liken, wer es kennt. Ich denke, leider die wenigsten von euch. Gut, hätten wir das geklärt? Auf geht's. Und es scheint auch ziemlich kopfüber vorzugehen. Sehr, sehr dubios. Die Musik macht das nicht gerade besser. Ach, da ist Captain Todd oder normaler Todd. Wir haben Luigi in dieser Galaxie geortet. Hoffentlich ist er nicht von einem Geist gefressen worden. Werden wir sehen. Ich meine, dieses Knochen- und Fleischthema hier, das ist ja nicht ohne Grund, ne? Das ist klar. Was haben wir denn hier drin? Ach, ein Superstern. Was für ein Zufall ist das denn, dass ich den gerade gefunden habe? Ist ja nicht so, als wüsste ich davon, ne? Auch hier die Kürbisse, natürlich in Gestalt eines Goombas. Sehr geheimnisvoll wieder mal. Hallo, was machst du denn da? Renn doch, Junge. Mach den Kettenhund doch mal kaputt. Thanks. Es geht ins Geisterhaus oder in ein Geisterhaus. Ich will euch umbringen. Ah, ich weiß, wie ich euch umbringen kann. Na, komm her, komm, komm ran, damit ich dich schmelzen kann. Jetzt bleib da genau stehen, du Sau. Fängst vor Münze. Danke, danke. Die Firma bedankt sich recht herzlich. So, was ist jetzt mit diesem Kamin? Ich meine, das macht ja bestimmt gar keinen Sinn, dass da eine Bowser-Statue vorsteht, hä? Das kann doch nicht sinnig sein. Muss was zu bedeuten haben. Ach, Todd, was machst du denn hier? Ein bisschen rumhängen in der Kiste. Geister sind empfindlich gegenüber Licht! Ach, was? Sag an. Ah! Natürlich kommt der jetzt aus dem Gemälde ein echter Buhu raus. Ja, der flaniert hier natürlich die Treppe runter, als wäre es sein Eigenheim. Ist es auch vielleicht. Tja, aber jetzt gehört es mir. Tja. Ja. Ich bin der Notar. Zwangsversteigerung musste her. Du hast die Miete nicht bezahlt. Jetzt gehört das Haus mir gefälligst. Dankeschön. Oh Gott. Jetzt müssen wieder Sternringfragmente gesammelt werden. Ich bin mal gespannt, ob ein Goomba einen von diesen Teilen hat. Kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Los jetzt! Okay, draufspringen bringt nichts. Ich muss erstmal zerbrechen, die Schale, damit ich draufspringen kann. Ob ein Goomba ein Sternringfragment hat, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre zu random. Weg mit dir. Ich sag jetzt einfach mal, es war der Stuhl. Ja, und wir brauchen keinen Kürbis kaputt zu machen. Das wäre nicht nötig gewesen. Jetzt haben wir unschuldige Kürbisse und Gummis auf dem Gewissen. Das ist mir egal. Ich kann da ruhigen Gewissens mit leben. Ich brauche ein ganz gutes Bild fürs Thumbnail, aber ich glaube, hier so in der Villa im Haus, ich denke, das wird nicht gut aussehen. Das macht sich nicht ästhetisch genug auf dem Thumbnail. Ich wollte hier eine ganz gute Standposition haben, aber ne. So nicht. Wir brauchen was Steiniges, was Leckeres. Woo! Ich lebe gefährlich, Mann. Egal, ich kam trotzdem ganz gut an den Schlüssel dran. Luigi! Nein! Wir kommen sofort zu dir, Brudes. Brudingo. Brudesine. Gib mir einen Moment Zeit. Wieder weitere ekelhafte Buhus. Ist anscheinend in Geistersprache geschrieben. Geistersprache? Huh.
wird Zeit, es zu entziffern. Ich als Linguist. Du bist nun Geist, Mario. Um unsichtbar zu werden, schüttle die Fernbedienung. Ja, moin. Unsichtbar werden bringt nichts, wenn du durch das Licht schreitest. Der Blick von Mario sieht gut aus. Als wäre er irgendwie geil darauf, herumzufliegen. Gönnung meines Lebens. Mm. Jetzt eck dich immer so an die Wände. Jetzt guck dir mal das Schild an. Drücke als Geist wiederholt A, um zu schweben, und schüttel die Fernbedienung, um zu verschwinden. So kannst du auch durch Gitter schweben. Perfekt. Dann bleibt aber nur temporär unsichtbar. Was soll das? Mario, kannst du bitte mal einen Zahn zulegen? Ach nee, du hast ja gar keine Zähne. Oder hast du doch Zähne? Ich meine, du bist ja ein Geist. Die Zähne bringen dir nichts. Das ist kontraproduktiv. Du kannst nicht essen. Also wozu brauchst du Zähne? Das ist ein Evolutionsgut, das du nicht mehr brauchst. So, können wir uns einfach hier durchschlendern? Ja, können wir. Luigi klingt wie eine Alarmanlage. Was ist denn da los? Hibims! Luigi! Kann ich hier auch irgendwie... Okay, ich merke schon, wir müssen erstmal ein Rendezvous planen. Ja, moin, Brodingo. Das hat mir ungefähr gar nichts gebracht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich meine, gut, der Geist steht auf mich. Und jetzt? Ich meine, ich habe ja auch einen geilen Blick drauf, ne? Aha. Jetzt haben wir den Geist geschlachtet. Wäre ganz toll. Ach so, hier. Ah, okay, ja, klar. So konnte ich hier dem Geist entweichen. Hallo, Luigi. Bruderherz, da bist du ja endlich. Ich habe die Tots aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Aber ich habe einen Powerstern gefunden. Siehst du, ich bin doch zu etwas zu gebrauchen. Du bist wie der Spruch aus Harry Potter, der Zauberspruch, der in Harry Potter und ein Stein parodiert worden ist. Und zwar Wingardium Leviosa. Das hier ist zu nichts Nütze. Also ich meine, mit das meine ich Luigi. Na gut. Ja, Luigi, ja. Bringen wir ihn mit? Nein, er bleibt in der Villa. Da gehörst du auch hin. Glückwunsch. Rette Luigi aus dem Spukhaus, haben wir geschafft. Ja. Perfekt. Willkommen zurück. Dort drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wolle zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt euch bestimmt viel zu erzählen. Schau doch mal bei der Garage vorbei. Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, Luigi Bruders. Was geht ab? Lange nicht gesehen. Ja, moin. Bruder, du suchst doch auch nach Powerstern, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Ah, okay, interessant. Machen wir aber irgendwann später. Ich meine, den Brief können wir ja aufschieben. Wenn er einen gefunden hat, wird er ja nicht von jetzt auf gleich verschwinden. Wisst ihr, was ich meine? Gut. Deswegen mache ich erstmal hier weiter. In der Phantom-Galaxie. Ja. Denn jetzt haben wir zwar Luigi gerettet, aber fertig ist die Galaxie damit noch lange nicht. In diesem Sinne, let's go. Buhu-Wettläufer. Oh Gott. Okay, das ist eine Challenge, wo man sich eigentlich direkt auch aus dem Fenster fallen lassen kann. Denn es gibt natürlich auch hier wieder ein sehr schönes, leckeres Race. Und das wird sehr spaßig, das kann ich Ihnen sagen. Vor allem, wenn man mehrere Versuche dafür braucht. Aber hey, schauen wir mal kurz. Was glitzert denn da so schön? Das kann ja nur ein Sternring sein. Ey, lass mich bitte hier nicht sterben, Mann.
Also thanks. Oh, was ist denn hier los? Ist das hier ein geheimer Abteil? Ich denke mal. Ich glaube nicht, dass wir damit zum Race kommen. Oh Gott! Mach keinen Mist. Mach keinen Mist! Es war so klar, ich liebe dieses Spiel. Danke, lol. Ja, warum bewegt sich der Teil, dieser Weg überhaupt? Das macht gar keinen Sinn. Hm, oh ja. Dachte ich einmal, okay, da kannst du da so rüberspringen. Aber das ist zu weit weg. Dann aber jetzt vielleicht. Wundernice. Ich bin mal gespannt, ob es hier Checkpoints gibt. Aber wisst ihr, was ich glaube? Nein. Höchstwahrscheinlich nicht. Wohin hier? Hallo? Ach, nach oben. Okay, ja gut. Das können wir natürlich in die Wege leiten. Ich lebe gefährlich. Steh da auf, Mann. Was machst du denn da? Lass es sein. Das ist gut, dann muss ich jedes einzelne Sternteil aufheben, was du siehst, Mario. Und auch nicht jede Münze! Ein Schlüssel, der zwei Türen aufmachen kann. Wo haben wir das denn schon mal gesehen? Nirgendwo? Ich glaube, dass aber diese Challenge hier sehr cringe ist. Oh, eine Münze! Dankeschön! Was für ein geiles Collectible, das mir gar nichts bringt! Danke! Ihr seht schon, ne? Die Spannung ist gar nicht in Worte zu fassen. Die Vorfreude und so weiter und so fort. Geil, Mann. Ernsthaft, also. Nein, geh. Nein, gehst du dahin? Danke. Ach, das war's schon? Ja, hier ist der Stern, oder? Ja, moin! Ich habe ihn schon gesammelt, da war die Tür nicht mal auf. Ich bin was Besonderes. Geil. War klar, dass wir wieder hier rauskommen. Jetzt wird uns Rosalina bestimmt erzählen. Oh, du hast einen Brief von Luigi bekommen. Oh. Schwebender Stern im Rabenschwarz. Und was ist jetzt? Hier ist der Brief von Luigi. Hey, ich hab den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Oh, das war ja auch voll schwer versteckt. Was ist das für ein Ort? Er wird vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Damit du Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Plus oder Minus, um den Pausebildschirm aufzurufen. Dann will das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. Thanks für nix. Wie gesagt, den Stern holen wir irgendwann nach, aber nicht heute. Nicht hier, nicht jetzt. Und vor allem, warum werde ich jetzt aus dem Flow rausgeworfen und werde zwanghaft zum Todd geschickt, wenn ich mir das Foto sowieso irgendwann früher oder später aus Todds Hände holen kann. Das macht keinen Sinn. Jetzt darf ich wieder die 10 Sekunden hier hochlaufen und... Ach, geil. Aber ich will mich ja nicht beschweren. So, nochmal. Buhu-Wettläufer. Ich meine, irgendwann wäre ich ja sowieso früher oder später zum Briefträger Todd gegangen. Also, warum mich jetzt mal dahin bringen? Vor allem, Rosalina hat ja auch gesagt. Oder Luigi hat ja irgendwann gesagt. Oder, stimmt, Luigi war das gewesen. Er hat ja auch irgendwie gesagt gehabt, ja. Wenn ich einen Stern gefunden habe, gehe am besten mal zum Todd. Ja, das kann ich ja auch dann tun, wenn ich Zeit und Bock dazu habe. Und nicht, wenn du mich dazu zwingst, Luigi. Also, thanks. Ich hab mich doch da festgehalten, Mann. Party. Pass auf die Fleischstücke auf, du bist ja Vegetarier. Danke, Todd, sehr vorbildlich von dir. Du willst ihn haben? Dann musst du mich im Rennen besiegen. Ist mir recht, Doru. Also dann, auf geht's! Ach du Kacke.
Ja, wir müssen jetzt gegen einen, Uhu racen. Das kann ja sehr lustig werden, ne? Wieder komme ich nicht weiter. Was soll das? Egal, noch ist nichts verkackt. Auch wenn ich mich gerade anscheinend nicht so gut anstelle, wie ich es gerne hätte. Vor allem, der ist doch gar nicht mal so langsam, dieser Buhu. Was soll das? Ja, geil. Okay. Ich meine, die Richtung von diesem blauen Stern hat genau dahin gezeigt, also bin ich auch dahin gegangen. Naja, nochmal. Ich habe aber das Gefühl, ich kann mich links an den Fleischkeul vorbei schleichen irgendwie. Mit der richtigen Technik, passt auf. Ich glaube, es würde auch relativ viel Zeit sparen. Relativ, relativ. Nicht viel, aber würde sich bemerkbar machen. Denn wenn ich jetzt nämlich in diese Richtung gehe, wusste ich's doch, es geht. Ja, World Record HD in Mario Sun Galaxy. Der Fleischkeulen Race Wettbewerb, Tendo. Ich weiß nicht, ob dieser Sternring da hinten eine Abkürzung ist. Wenn es eine ist, dann leck mich! Sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo der Buhu ist, aber es ist mir egal. Soll ich mich jetzt hier loslassen? Ja, ist cool. Aus dem Weg! Los, beweg dich! Junge! Beweg dich doch! Ich bin so langsam. So, ich... Keine Ahnung, wo der jetzt gerade eben abgegangen hat. Ob ich weit von ihm weg war oder nicht. Oder ob er eine Sekunde hinter mir war. Keine Ahnung. Und ich dachte, ich hätte den Sieg in der Tasche. Versprochen ist versprochen. Ich gebe dir diesen Stern. Bitteschön. Was war Zauberei? Du hast ihn aus... Keine Ahnung, wohin geholt. Aber du hast ihn gerade eben hergezaubert. Hier, nimm und ihn verschwinde von hier, du Sau. Darf ich mit aus Thumbnail, Kai? Nein! Mach, dass du wegkommst. Ja. So, jetzt ist die Frage des Tages. Wollen wir jetzt noch weitermachen oder ist der Part schon lang genug? Ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir mal gucken, was noch so ansteht hier. Na komm, den Anschnitt können wir jetzt auch noch holen. Ist der Part ein bisschen länger. Für euch, weil ich euch so lieb habe. Weltall, Schutt und der Geisterboss. Oh nein, nein, nicht das. Oh, das dauert 10 Jahre. Oh nein. Ich habe noch Zeit, hier rauszugehen. Bevor ich diesen Cringe jetzt mache. Oh nein! Oh, wie dieser Ort hier umgebaut worden ist. Merkt ihr das? Noch eine Kettenhund! Ich bin schon der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der einen Kettenhund mit einem... Naja... Kugelwilli verwechselt. Was ist denn jetzt hier los? Ah... Ich merke schon. Schwarze Buhus, aus denen ich quasi leckere Bomben zaubern kann. Wie ein berühmter Let's Player mal gesagt hat, Bomben! Und den müssen wir anscheinend hier an den Kamin schleudern. Aber was, das ist nicht so einfach, weil überall so noch allein diese Statuen abhängen. Ja, aber klar, dass ich hier rausgehen kann. Was gibt's denn hier? Oh, Sternteile. Dankeschön, Spiel. Nichts Besonderes oder so, ne? Aber trotzdem Sternteile, die kann man immer gut gebrauchen. Also wirklich. Ich hab's schon mal gesagt, aber was für ein geiles Collectible. Neben den Münzen. Ah, schön. Weg mit dir! Ich kann grad sagen, kann ich ja bestimmt irgendwie... Oh Gott.
Gib mir eine Münze, du Sau. Also, thanks. Nein! Oh mein Gott! Es bleibt spannungsvoll hier, meine Brodingos. Was denn? Ich mach doch keinen Müll. Kann natürlich auch eine Stampfattacke machen, aber sieht man sie natürlich zu direkt. Ich bin das mal vorher gedacht. Direkt in Sternring, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit heute. Beeilung. Oh, das kann ja lustig werden. Weg mit dir. Weg mit dir. Bewegt sich dieses Sternsplitterteil? Ja. Wieso auch immer der da gerade eben hängen geblieben, aber okay. Komm ran. Jetzt kommt auch noch mal ran. Oh, das ist alles easy hier. Oh Gott. Häng dich doch da dran. Ach, du Sau. Und moin. Ich hoffe, ich fliege nicht an dem vorbei. Aber selbst wenn, kann man sich ja hier dranhängen. Ha. Ich stelle mich gerade echt gut an, muss ich sagen. Ich bin gerade echt von mir selber beeindruckt, wie gut das hier und wie schnell das hier läuft. Wie schnell man hier durchflutschen kann. Warte, was? Okay, einfach nur zum Sternring rüberkommen. Einfach diese ganzen... Stachelbälle aus dem Auge lassen und dann sind wir auch schon da. Also das ging ja doch irgendwie schneller als gedacht. Läuft bei mir! Okay, dich brauchen wir nicht, Luma Bruders. Sorry. So, was jetzt folgt, ist einer der schwersten und cringigsten Bosskämpfe in einem Mario-Spiel. Gerade wenn man das hier mit einer Kometen-Challenge spielt, die wir bald sogar noch früh genug sehen werden. Und ich sage euch, ich werde schreien. Ich werde richtig anfangen zu schreien, wenn ich diese dreckige Kacke hier spielen muss. Warum werdet ihr gleich, oder halt dann irgendwann später, wenn wir diesen Bosskampf in der Challenge noch nachspielen müssen, dann sehen. Passt auf. Weil, naja, ihr seht, er wirft Steine nach mir und wenn man halt Pech hat... werde ich von dem Teil getroffen. Nein, nicht! Hör da auf! Nein, hör da auf! Komm schon, schneller! Warum machst du an ihm vorbei? Ja, danke schön. Wie gesagt, ihr werdet noch sehen, wie cringe das wird. Gerade wenn er seine Fäuste entwickelt und so und oh mein Gott, ey, das ist... Uiuiui. Jetzt hat er seine Fäuste und er kann Steine werfen, ohne überhaupt die Fäuste dafür zu nutzen. Das ist magisch, ne? Jetzt kann man überlegen, die Hände kaputt zu machen, aber ich würde sagen... Nein! Niemals. Vielleicht kennen einige diesen Bosskampf und ich denke... Oh Gott. Ich denke, einige werden diesen Bosskampf kennen. Deswegen, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, worauf ich anspielen will, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus bin und... worauf ich hinaus will. In Bezug auf cringiger Bosskampf, der noch cringiger werden kann. Das heißt kann, der wird cringiger. Klar, man kann auch die Hände kaputt machen und so, aber gerade wenn man schnell spielen will, kümmert man sich eigentlich nur um den Hauptteil des Körpers. Und das ist ja auch so das Ding. Je schneller man diesen Hauptteil kaputt hat und dieses Herz kriegt, desto schneller geht ja auch Schrott und ich glaube, der ist weg. Hätten wir auch nochmal diesen Boss nachsynchronisiert. Sehr schön. Ja. Okay, das hätten wir gehabt. Oh, das ging ja relativ einfach und ich habe kein Leben verloren, glaube ich. Ah, das kann auch später, wenn wir dieses Rematch mit dem Boss machen, gerne so weitergehen, ehrlich gesagt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so sein wird. Na gut, Brodingos, wir haben einen übertrieben langen, produktiven Part hingelegt. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, mache ich jetzt erstmal Pause. Ja. Denn YouTube ist nicht das Leben und deswegen muss ich jetzt eine Pause machen.
ne? Weil mich da jemand sehr, sehr freundlich darauf hingewiesen hat, dass YouTube nicht das Leben ist und dass man natürlich gucken muss, dass man sich das Leben nimmt. Das werde ich jetzt tun. Also haut rein und bye.